Ich habe keine Ahnung, wo ich da bin. Sie haben mir die Augen verbunden und haben mich hierher gebracht. Und manchmal höre ich Schreie von den Zellen nebenan. Und Schritte auf dem Gang. Und ich habe natürlich immer Schiss, sie kommen zu mir. Ich bin zu 35 Jahren Haft verurteilt worden, weil ich Witz über den Bundesrat gemacht habe. Ich hätte nie gedacht, dass mir mal so etwas passiert. Und natürlich ist es auch nicht mir passiert, sondern meinem Berufskollege am Sagana. Er ist tatsächlich in Burma zu 35 Jahren Haft verurteilt worden, nur weil er auf satirische Art und Weise seine Regierung kritisiert hat. Amnesty International vermutet, dass er krank ist und dass er gefoltert wird. Zusammen mit Amnesty International setze ich mich für die Freilassung vom Sagana ein. Unterstützen Sie uns dabei und unterschreiben Sie die Petition zur Freilassung vom Sagana.